Die Kirche war ja bis knapp nach der Jahrtausendwende noch in Betrieb, musste dann aber aufgrund des wirklich maroden Zustands auch baupolizeilich gesperrt werden. Das Dach war marode, alle Holzteile in der Kirche und im Dachschulbereich und das gesamte Gestühl waren durch Schwamm und Fäulnis gezeichnet. Die Sporen waren im Raum, was auch eine weitere Nutzung unmöglich machte. Der Putz blätterte ab, das Gebäude sah aus wie ein Schandfleck mitten in diesem wunderschönen Dorf und half dann natürlich auch, die Bürger zu mobilisieren, den Zustand zu verändern. Waren denn überhaupt Gottesdienste noch möglich? Wie gesagt, bis dahin wurden auch noch Gottesdienste gefeiert, aber dann war halt nichts mehr möglich. Selbst unsere bis dahin schon traditionelle Adventfeier am ersten Advent war nicht mehr durchführbar, weil halt, wie gesagt, durch die hohe Belastung mit Schadstoffen in der Kirche durch Schwamm, Fäulnis und Sporen, Pilzsporen nicht mehr genutzt werden durfte. So, und jetzt stehen wir vor der Kirche. Wir haben gesehen, die Bauarbeiten liegen in letzten Zügen. Wir wollen am 22. September mit allem fertig sein und dann auch die feierliche Einweihung unseres Projektes begehen. Wir haben uns dafür einen besonderen Tag, einen besonderen Termin ausgesucht, weil wir werden an diesem Wochenende den 650. Geburtstag unseres schönen Dorfes feiern. Und aus diesem Anlass haben wir auch den dritten Beelitztag nach Rieben geholt. Es wird also ein großes Stadt- und Dorffest hier in Rieben werden. Und im Rahmen dieses Dorffestes feiern wir dann halt auch die Einweihung unserer Kirche. Wir haben am Sonnabend die Möglichkeit, die Kirche zu öffnen, sodass alle Interessierten sich das, was wir in den letzten 10 Jahren in und um die Kirche geschafft haben, in Ruhe anschauen können. Wir werden auch Fragen beantworten, möglicherweise auch kleine Führungen machen und zu dem Projekt etwas erzählen. Wir werden am Sonnabendabend dann die Orgel feierlich in Betrieb nehmen mit einem Konzert für Horn und Orgel und werden das Ganze, wie gesagt, einbinden in ein Dorffest, wo wir als eines der Höhepunkte auch eine ganze Reihe der Höfe, die hier im Umfeld Dorfanger, Dorfstraße liegen, dann öffnen werden. Aber zu dem Programm des Dorffestes kann aus berufenerem Munde Silke Kaiser was sagen, kam mir einiges schon zu Wort. Freitag ist Phoenix um 20 Uhr. Da ist extra eine Bühne eingerichtet worden, hier hinter dem Landgasthof, den wir hier sehen, mit Blick ins Schilf zum Riebener See. Ganz wunderschön. Zum ersten Mal benutzt diese Bühne. Und am Samstagmorgen wird das Programm eröffnet vom Feuerwehrpokalausscheid auf dem Sportplatz, wo dann die örtlichen Vereine und auch für Kinder sehr interessant ein Feuerwehrausscheid nass heißt es, glaube ich, weiß ich nicht genau. Anschließend haben wir dann einen großen Festumzug um 13.30 Uhr, wo die Riebener Historie dargestellt wird mit verschiedenen Bildern von den Riebenern. Wir haben eine historische Postkutsche, also auch Pferde zu sehen, lohnt sich sehr. Die Höfe öffnen um 11, also viele Höfe in Rieben öffnen um 11. Wo es zu sehen gibt, ein Falkner, Wildschweingrillen, dann ist Schmuckgestalten, Origami, Kunst und Kräuter, Bücherantiquariat, ein Tastquiz gibt's und vor allen Dingen das Dubcamp, weil wir das Dubcamp ist in Rieben traditionell, wo viele junge Leute Dubmusik und es findet dieses Jahr hier auf dem Hof Schulze statt, also auch im historischen Ambiente von einem Hof. Und dann trifft sich alles hier am Anger, wo dann auch die Bühne aufgebaut ist, wo es dann Blasmusik und Männerchor singt und wo hinten auch eine mobile Fischräucherei dann sein wird, weil Rieben hat ja seinen Ursprung aus dem slawischen Riba, Fischerdorf, daher auch der Riebener See. Und wer dann ein bisschen Ruhe möchte, kann auch unseren schönen Rundwanderweg um Rieben nutzen, wo man 5 Kilometer in totaler Ruhe durch Naturpark Nutte-Nieplitz laufen kann. Und abends ist dann wieder Konzert Ennis, 20 Uhr, auch wieder hinten auf der Bühne am Landgasthof. Das Orgelkonzert, womit die Orgel eingeweiht wird, wurde ja schon erwähnt. Und dann haben wir als ganz, ganz, ganz Besonderes, um einfach den Leuten so ein bisschen Lust zu machen, über die Höfe zu laufen, ein Quiz der Höfe, wo auf jedem Hof Fragen zu beantworten sind. Und es ist dann hier um 18 Uhr die Ziehung am Anger von dem Gewinner. Es gibt auch ein Kinderquiz mit leichteren Fragen. Und der Hauptpreis ist eine Übernachtung im Landgasthof Rieben, hier in diesem, für 2 Personen. Sehr schöne neue Gästezimmer. Also passiert hier viel im Ort und es lohnt sich zu kommen. Und falls Sie jetzt was noch
vergessen haben, dann kann man die genau. Presse? Genau, in der Presse, ist in der Matz, ist es am Samstag groß angekündigt. Nächste Woche kommt in der PNN ein Artikel, dann im Blickpunkt ist Artikel mit Programm. Regionalteil der Matz Luckenwalde wird das Programm auch geschaltet und dann haben wir auch noch ein Facebook-Profil, wo auch noch das Programm ist. Das heißt Rieben bei Belitz und da kann man sich mit befreunden, erfährt dann alle Sachen über das Dorffest. Ja. Ja. Und wir freuen uns über Gäste. Und gutes Gäste. Wetter ist ja auch klar. Also ja, auf jeden Fall. Das wird passen. Also gell? Viel Spaß. Okay, danke Besuchern. Alles Gute. Vielen Dank.